Okay, lass mal die mal weiter klopfen. Jetzt schon mal. Jetzt schon mal hier drin im Dungeon. Bist du schon wieder? Ah, ich hab lange gekämpft. Ich bin im Dungeon drin. Ja, ah, mich bearbeiten. Nee, schade, ich dachte, wir werden schreien irgendwo. Immer gespannt, ob das deckt mit dem Aspekt. Ach, da bist du. Ich bin da hier drin. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Die Leute scheinen irgendwie nicht glücklich zu sein, dass One Piece zu seinen Wurzeln zurückzukehrt. Wieso? Ach, wegen der Animation hier? Ja, dass die das ändern wollen, das gefällt den Leuten nicht. Hm. Ist wieder irgendein Shitstorm deswegen auf Twitter oder Twitch oder so? Twitter, nehme ich mal sehr stark an. Die Leute da beschweren sich dauernd über irgendwas. Nein, das heißt ja jetzt X, Daniel, das heißt ja nicht mehr Twitter. Twitter. Keiner nennt das X, ey, weil das beschissen ist. Ich weiß auch gar nicht, wieso das jetzt so heißt. Weil Elon Musk das gekauft hat und der sagt, das heißt jetzt X. Cool. Manche vermuten, vielleicht kauft der ja Disney. Was, der direkt zwei Bosse, was? Der ist reicher als wir, also der wird schon ein bisschen was zu tun, was er tut. Ja, okay, da hat ganz schön Schaden gemacht. What? Oh Gott, tust du eine neue Ultimate ausprobieren oder was? Nee. Ja, ich hab wieder eine andere drin, aber ich hab ja schon alles. Ich hab eigentlich schon alle ja ausprobiert, also. Ich will auch immer wieder hier was ändern, aber außerhalb, wenn wir das spielen, tue ich das Spiel nicht anschmeißen, deswegen. Oh Gott. Und ich will nicht irgendwie 5 Minuten irgendwie, bevor wir irgendwie anfangen zu zocken, irgendwie immer nur mein gesamtes Skillset und zu ändern. Also entscheide ich mich einfach, das nicht zu ändern. Außerdem läuft es ja gerade. Ich habe wahrscheinlich den perfekten Bild versehentlich gemacht. Eigentlich schon, ja. Boah. Spinnen, warum müssen es Spinnen sein? Was? Der ist schlechter. Das ist in letzter Zeit mit den Bossen, die wir ja schon vorm Ende treffen. Ey, der hält ganz schön mal aus, ey. Mal auf, wenn du auf mich loszugehen, ey. Ey, warte auf, der tut auch rein. Ja, der geht nur auf mich los, geh weg von mir. Ich muss warten. Wir kloppen uns, aua. Oh Mann. Das ist die japanische Musik im Hintergrund. Ja, ich höre das auch irgendwie. Sieht mir jetzt nicht wie ein Samurai oder irgendwie sowas aus. Die Abendversion. Das ist Diablos. Der macht die ganze Zeit den Schreckenstoß, ey. Geh doch mal weg von mir. Was ist das? Taco. Das ist mir ein Golem. Bitte nicht Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Nee, der ist immun dagegen. Das ist ein Boss. Ja. Ja, geh doch mal kaputt. Meine Güte. Hat schon lange gedauert. Ich hab so Pfeile da. Ja. Vergleichen.
Ich setze den ein, Daniel, der die High Tide Experience hatte. Guck mal. Ja, das nach High Tide, ey. Oh, was? Der ist besser als mein einzigartiges Wort? Oh nein. Muss du ihn ersetzen? Schattgoblin? Hergewebe. Der ist um 5 besser, weißt du? Also. Hergewebe Stück. Oh Gott, hier sind ganz schön viele Bosse. Ich komme, ich um den Goblin. Oh Gott, das macht Schaden, das macht Schaden. Ja. So, er ist weg. Oh, normale legendäre Stiefel. Ist er entkommen? Nee, ich bin erledigt. Ja, ich hab legendäre Heilige Stiefel. Auf meinen. Hier ist nur ein legendärer Stiefel, ey. Und jetzt habe ich Fokus Heiliger gekriegt von den Gegnern. Oh Gott. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott, oh Gott. So viele Todeszonen des Todes. So, die Dinger müssen wir einsammeln, nehme ich an. So. So. So, warte, warum ist denn das schon wieder ausgegraut? Eingebracht, so lange unerfolgreich, so wieder. Warum ist denn der schon wieder nicht? Habe ich den schon mal irgendwo? Ja, das ist auch besser. Eingeprägt. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe jetzt herausgefunden, warum die Sachen ausgegraut sind. Ich habe da noch nie gehabt irgendwie. Das ist, wenn er zwei Doppelte hast. Ja, aber ich habe da nie, wenn ich zwei doppelte Fähigkeiten habe. Das hat nie ausgegraut, ey. Okay. Ich hatte schon zum Beispiel zweimal Schadensreduktion drin. Das war nie ausgegraut, ey. Okay, warte, was? Vielleicht. Eingeprägt. Habe ich hier. Das ist ein bisschen komisch. Andere Fähigkeit, die heißt eingeprägt. Der Name, das ist ja immer so ein Stern. Ne, das eingeprägt ist. Ist das neu, was da steht? Eingeprägt? Ne, das steht da schon immer. Das ist eingeprägt, ist halt, wenn du das durch den Fuzzi da einen Aspekt reingepackt hast. Ach so. Da steht da eingeprägt, das ist nicht neu da. Okay. Solange ihr Ohr unaufhaltsam seid. Wo ist denn das, solange ihr unaufhaltsam seid? So wieder. Irgendwo muss ich den Effekt dann schon haben, glaube ich. Wenn ich nur wüsste, wo. Ja, hier, solange. Das ist, wenn ich den Effekt doppelt habe. Dann wird immer der Schwächere davon wird dann ausgegraut, glaube ich. Okay, das wird 10, dann wohl so sein. 15, ja. Das trifft halt nur nicht auf mich zu. Dann packe ich den mal da rein. Habe ich den schon? Das sind zwar schwächere. Oh ja, genau das brauche ich. Sehr gut, sehr gut. Was denn? Nee, ich habe jetzt. Ich halte jetzt nur noch Ausschau nach zwei Arten von Aspekten, die ich extrahieren will. Das ist meine Skelettmagier zu erhöhen, die Anzahl oder meine Skelettkrieger. Kannst du halt noch? Hä? Kannst du halt noch? Ich dachte, du hast das Limit erreicht. Ja, aber. Wenn ich jetzt einen neuen Gegenstand, einen neuen Rüstungsgegenstand haben will, dann will ich das ja wieder da, also will ich das in Reserve haben, damit ich das wieder in den neuen Gegenstand reinpacken kann. Ja, stimmt. Und diese Aspekte, die kann man leider nicht als Kodex der Macht kriegen, weil die ein bisschen OP sind, ganz ehrlich. Alter, aber nimm ich wirklich Schaden. Was zum? Warum hat der so viel Schaden genommen? Die Giftspitzen sind echt nervig. Ja. Ja, das ist auch immer das Einzige, was mir noch Schaden macht, so. Ich weiß leider nicht mehr, du weißt auch nicht mehr, wie der Albtraum Dungeon, der uns fertig gemacht hat mit dem komischen Blitzding da. Pff, nö. Ja, Dungeon war ja nicht das Problem, der Effekt davon. Ja. Also wenn wir den Effekt immer schon bestimmt wiedererkennen, wenn wir den lesen, wenn wir ihn nochmal bekommen. Ja, weil. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich, dass wir den nochmal schaffen, bevor wir den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ja. Ja, das halt nicht mehr wieder Dungeon ist, also. Ja, da müssen wir erstmal wieder das richtige Ding finden für. Ja, das ist es ja. Ich glaube, sind dann wohl, nehme ich mal an, random oder so.
Also auch immer du bist, gibt's hier. Oh, geil. Ich komm mal ein bisschen voraus. Mit dem Blitzen hier. Ja, ich bin auch gerade am Blitzen. Ich flash euch. Ich flash euch alle. Oh nein, ich bin hier. Verdammt, ich bin hier irgendwo drinnen. Jetzt haben sie hier eine Wand aufgestellt. Kommt hier nicht mehr raus. Ich hab ein NPC gefunden. Hebel. Jo, ich hab ein Ereignis gefunden. Okay. War ja klar. Ich bin noch nicht bereit. Eine Sekunde. Ich muss hier. Ja, ich komm klar. Keine Angst. So, ich muss hier. Ich bin, glaube ich, da hingegangen, wo irgendwie, weil nicht, wo wir storymäßig hier in dieser Dungeon rein müssen. Da war irgendwie so eine Nebelwand, die hinter mir aufgegangen ist. Alter, noch was? Ihr ist beigetreten. Aber ich wollte schon sagen, ich dachte, ich hätte das Ereignis jetzt gelöst. Ich habe einen Gegner. Ich bin ziemlich sicher, wir müssen heute Level 70 erreichen. Ah, das letzte Mal haben wir auch nur ein Level geschafft, oder? Wollrich. Ja, der hat mich kurz vor Level 70. Level 69. Ja, nicht. Und dranhalten. Gott. Warum so viel Spinnen? Warum? So. Jetzt bin ich aufgestiegen. Ja, hab ich gesehen. Ich hab's gespürt. Oh, ein Abkommensiegel. Jetzt stell dir mal vor, das ist genau das ist das, was ich worüber gerade geredet habe. Ich habe deinen Ruf erhört. Ich habe hier eins, das sagt irgendwie Gewittersturm unter Dungeon Affixe. Vielleicht ist das das. Ja, kann man da irgendwie lesen, was das heißt? Also nicht. Nee, steht nur Frostschaden, das ist in grün, das ist der Bonus, den wir bekommen. Gewittersturm, Monster Kill Schaden und Rinterrücks. Aber was das ist, sehe ich da nicht. Ich muss warten. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass das ist vielleicht. Weiß ich. Gucken wir erstmal noch ein paar Level hier. Welches Gebiet ist das hier überhaupt, wo wir sind? Wir sind in Sosglen. Verdammt. Weil wir brauchen in Kajistar noch ein paar Sachen. Schon wieder? Ach, Gold, ja. Gear. Geld. Ich bin noch nicht bereit. Wir sind ein bisschen ungewohnt, ohne die Tentakel zu spielen. Ja, die musst du rausnehmen. Ja, dafür habe ich den Geist drin. Fehler des Häuptlings. Die Familie ist in eine Höhle im Hochland eingedrungen. Die Wespen sind recht harmlos, doch die Ortsbewohner haben mir panisch geschrieben, dass solch kleine Wesen so großes Chaos anrichten können. Ihr sprecht die Sprache der Schwärme. Ihr kennt die Rhythmen ihrer Tänze. Geht ins Hochland. Führt diese Brut aus der Höhle und führt sie nach Hause, wo sie hingehört. Möchte Wehen. Spend Wehen. Boah. Was für ein Albtraum. Weiß nicht, der Geist, der ist eigentlich, sollte eigentlich total viel Schaden machen. Er macht Schaden basierend darauf, wie viel Essenz ich halt habe, oder also Wut, wenn ich den einsetze. Okay. Also der tut alle meine Essenz verbrauchen auf einmal. Basierend darauf, wie viel ich habe, während ich das einsetze, je mehr Schaden, desto macht er noch 3% extra Schaden. Also ist halt am besten eine Fähigkeit, wenn ich maximale Essenz habe. Dann macht der am meisten Schaden. Und dann diesen Aspekt, den jetzt hier in diesem Dungeon ist, der sorgt dafür, dass der Schaden noch darauf macht, die Distanz, die der zurücklegt, bevor der den Gegner trifft. Ah, okay, sehr gut.
Ja, das heißt, den muss er einsetzen, bevor wir den Raum überhaupt betreten. Den maximalen Schaden zu bekommen. Ja. Ich bin mir leider nicht sicher, ob das jetzt halt wie heißt das Deck, ob das jetzt das ersetzt. Also macht er jetzt nur noch Schaden darauf, basierend auf der Distanz, oder macht er Schaden darauf, wie viel Essenz ich habe und wie weit der gegangen ist? Ob das beides zusammen. Ich nehme jetzt mal das Schaden an, ja. Das hat Stack. Ja, hoffentlich. Aber ja, ein bisschen dämlich dann. Aber da wäre es ein bisschen OP, ehrlich gesagt, wenn das. Ja, oh, Dolch, Heiliger. Ja, wird aber nicht so. Ziemlich essenzeffizient, ehrlich gesagt. Also ich verliere dann zwar meine ganze Essenz, aber wenn der Gegner damit mit seinem, wenn der trifft, kriege ich innerhalb der nächsten 4 Sekunden 30 Essenz zurück. Also ja. Aber steht ja auch bis maximal 15%. Das heißt, da gibt es halt ein Limit halt, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie der berechnet, so pro Meter oder ich weiß auch nicht, wie der das berechnet. Aber irgendwie wird das schon funktioniert. Alles klar. So. Oh, das war's. Gut, jo. Guck mal, war für mich. Ich irgendwas finde für mich. Ja, vielleicht auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch? Wollte ich eigentlich letztens schon machen, aber dann haben wir nur einen Dungeon gemacht. Ja, letztens, das war echt geil, Daniel. Ich war so wach, ey. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich war so wach. Aber das lag wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit nur Nebenquests gemacht haben. Ne? War zu langweilig für deine Erwartungen, ne? Das weiß ich nicht. Ja, ein bisschen. Die normalen Dungeons, die normalen Dungeons, die normalen Dungeons, ich war nicht wahr. Die normalen Dungeons, die sind halt ein bisschen, halt dafür sind wir ein bisschen zu stark im Moment, ne? Ja, ich denke mir immer, wir werden, wenn wir jetzt den Schwierigkeitsgrad nochmal hochstellen, werden wir ja noch stärker und so. Ja, ne? Das stimmt. Also, wenn wir die jetzt nicht machen, dann weiß ich nicht, machen wir ja, die irgendwann, stimmt. Dann machen wir die noch einfacher kaputt. Oh, also, Daniel, guck mal, wir müssen in die Richtung gehen, dann kommen wir nach Mannhöhe. Geil, Mannhöhe. Das ist Mannhöhe, Daniel, hast du da nicht zugehört? Nein. Okay. Ich wette, das soll Anhöhe heißen. Die haben da einfach nur ein M aus Versehen davor gepackt. Okay, ich nehme an, der Effekt könnte ich noch nehmen, ja. Warum kann ich den nicht markieren? Weil wir noch im Dungeon sind, Daniel, das fragst du so, jedes Mal. Okay, ich nehme erstmal raus. Aus dem Dungeon. Wie geht man nochmal raus, genau. Nein, ich werde dieses Jahr gar nicht mehr fertig mit Final Fantasy 16. Nein. Was für eine Überraschung. So ganz knapp. Ja, hier von dem einen Spieler hier, The Day Before, von dem Studio dazu machen musste. Nach 45 Tage, nachdem das Spiel rauskam, wird der Server geschlossen. Nee, nochmal. Hier, das eigentliche Scam-Spiel, The Day Before. Das so schlecht ist, dass das Studio direkt wieder. Mussten sich auflösen, das Studio. Okay. Naja, jetzt halt die Server sind noch online, aber 45 Tage nachdem das Spiel raus ist, sind die Server geschlossen. Keiner kann das Spiel dann mehr spielen. Geil. Kann ich gar nicht das Spiel, wenn ich ehrlich bin. Day Before, weiß ich nicht. Es hat halt nicht gehalten, nicht mal ansatzweise, was versprochen wurde. Es fühlt sich an wie immer noch eine Beta-Version oder so. Das volle Spiel. Habe ich auch nie von gehört, ehrlich gesagt. Ja, das, ehrlich gesagt auch nicht. Bevor die Leute angefangen haben, darüber zu reden, was für ein Scam dieses Spiel ist, wie. Habe ich auch noch nie davon gehört, ganz ehrlich. Wo war das? Ah ja, genau, ich kann ja jetzt mich mal schon mal vorbereiten, genau. Ja, Dawn wäre ein Berserker-Modus. Besser als nix, nehme ich an. Na, wo ist das? Ja,
das ist ein bisschen aufwendig immer. Wo ist denn das schon wieder, Mann? Oben links irgendwo. Da. Dann gehen wir mal da ein. Oh, mein Morgenstern im Ladebildschirm, mein Leuchtner. So schön. Ich mag's, wenn es leuchtet. Ich muss mal echt hier sitzen und irgendwie mein Inventar, meine Truhe und so sortieren. Ich tue mal legendäre Sachen hier so reinpacken, wenn ich weiß, ich brauche die. Zerlegen, wenn ich die nicht brauche, verwerten, wenn ich die nicht brauche. Ja, aber ich habe keinen Bock, immer die ganze Zeit da durchzugucken. Ja, mal zocken. Ich werde immer so in Ruhe machen, aber da ich das Spiel nie außerhalb unserer Aufnahmesessions hier spiele, komme ich nie dazu. Was ja. Übrig ist, ja. Haben wir überhaupt hier einen in diesem Kabuff? Ich habe alles repariert, ja, ne? Ja. Warum sollte ich nicht alles repariert haben, ne? Ha, was noch übrig ist, fragt ihr. Dann gehe ich schon mal zu dem Dungeon. Vielleicht finde ich ja noch so ein Schrein so auf dem Weg. Dann sage ich dir Bescheid. Ich orientiere mich immer da, ob irgendwelche Schreine schon in der Nähe sind. Weil wenn nicht, dann stimmt sehr wahrscheinlich, dass hier noch irgendwo einer ist. Hier zum Beispiel so ein Heilding und drei Bären, die drei kleinen Bären. Jetzt kommt die Geschichte von den drei kleinen Bären, die so gerne jeden Tag im Fernsehen werden. Jetzt warte ich auf die, jetzt warte ich auf den Satz, den der Daniel sagt. Ich hasse diese Show. Genau darauf habe ich gewartet. In wiederholten Animationen. Ja, es war eine Billigproduktion, Daniel, mit maximaler Unterhaltung. Der blöde Konfetti werfende Hund. Das ist ein Koala, du Analphabet. Ach nee, das ist Happy, der Hund. Ein Koala ist ja die Heulsoße, genau. Jetzt habe ich mich vertan. Ich wusste noch nicht mal, der ein Koala ist. Und das ist interessant. Wurde mehrmals in der Serie erwähnt, Daniel. Warum passt du da nicht auf? Ja, ich war so sehr abgelenkt von der. Von der mangelnden Qualität dieser Show. Also, warum ist denn irgendwo ein Schrein? Was ist denn das für eine Abzocke? Muss doch irgendwo ein geben, das ist voll die. Ich gehe jetzt extra noch mal dahin, weil das voll auffällig aussieht. Mir da ist nichts. Los, mein Pferd, spring da runter. Ich bin noch nicht bereit. So, Schatzgoblin, den schnapp ich mir. Ja, direkt von meinem Pferd aus runtergesprungen. Ey, geblieben, ein Stück. Ja, so ein paar Erfahrungspunkte hinter dir. Ey, geblieben. Ja. Wenn du Glück hast, siehst du irgendwo auf der Karte was Legendäres. Ich bin gleich bei dir. Oh, ich habe einen Schrein gefunden sogar. Boah. Wunderbar. Oh, jetzt warte ich hier beim Schatzgoblin. Was hat denn der hinterlassen? Das ist nicht mal legendär oder heilig. Gut möglich. Was passiert, Daniel? Was ist denn da noch? Da muss ich jetzt als nächstes hin. Mein Gott, ich muss hier ständig hin und her, ey. Oh, das ist Guts! Oh nein. Wo bist du? Bin immer noch in der Stadt. Boah.
Das sind meine Expertisen, Leute. Diese mit zwei Anschwertern ist auf 10. Ja, sollte ich vielleicht auch mal drauf gucken nach diesen Dingern. Berserker-Modus. Wenn ihr einen Gegner trefft, besteht eine Chance von mal 2 Wut 2. Der Berserker verdoppelt sich halt eine Menge an Wut. Was fehlt ihr? Ja, Merkitschen. Ja, warum nehme ich das eigentlich nicht? Hallo? Ich habe nur Berserker-Modus gelesen. Muss ich das nehmen? Ist auch bemerkenswert. Gerade eingemacht, jetzt muss ich nur noch viele Vorteile. Ja, ja, ja. Ich wollte noch einen Sack raus. Ich rennt halt die Blöde nicht dahinter. Ja, mach ich mal ein paar Gegner platt, bis ich auf Level 69 bin. Ja, alles ohne dich. Ohne mich? Wow, okay. Eine Socke den Typ zu füllen, braucht man ein bestimmtes Material, das sich nur in den Körpern von Weltbossen befindet. Sockel so zu füllen. Ja, also irgendwo einen Sockel reinzumachen. Ja, da braucht man Geld und ein Material, zerstreutes Prisma. Ich weiß gar nicht, was das geht. Ein mysteriöses Prisma, das sich oft in größten Körpern befinden, das beispielsweise in denen von Welt. Okay. Keine Squad ein so. Naja, ich hab ja noch genug, das kostet immer nur eins pro, also wie viele Sockel. Für jeden Sockel kostet das eins und ich hab 23 von diesem Prisma. Warte. Ja. Das hat mir ja ganz schön viel von dem bekämpft. Das wäre ja auch ziemlich beschissen, Daniel, wenn du nur ein Prisma für einen Weltboss kriegst, Daniel. Ja. Wäre ein bisschen scheiße. Ja, spielst doch hier was grinden, ne? Das ist kein Grinden, das ist Tierquälerei. Oh, jetzt bin ich fertig. Okay. Ich bin aber immer noch nicht Level 69. Ich muss warten. So. Ich bin halt hier überall, wo es so rumliegt. In dem Gebiet. Das ist ein bisschen aufwendig geworden, ey. Ich muss meine. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man extra. Für den einen Typen muss, damit man den Edelstein aus der Rüstung wieder rausnehmen kann, ey. So, irgendwo hier war der Schatzgoblin. Ich weiß nicht, ob Alter! Was? Alter! Müssen wir wieder zurück zur Stadt? Nein, ich hab nichts gefunden. Ich hab nur gerade einen Knochengeist eingesetzt und die ganzen Mobs sind gekommen. Oh, sehr gut. So, liegt hier. Ich meine, das sind nur irgendwelche komischen Nullnummern, aber. Oh. Was sind die auf einmal? Ein bisschen heftig. Liegt bei dir irgendwann legendär? Da hab ich glaube ich nicht in der Nähe eingesetzt, ey. Der hätte ja nicht mal irgendwie eine Distanz gezogen. Da liegt irgendwas legendäres hier bei dir. Weil hier war der Schatzgoblin noch. Und hier. Ja, hier ist nichts. Hier ist irgendwie gar nichts bei mir. Also jedenfalls nichts Wertvolles. Okay. Ja, dann noch hier. Hier habe ich den Altar gefunden. War der Boden. Oh, nice. Stärke. Yeah. Ich bin auch schon ganz yeah. Ich bin auch ganz yeah. Was war das denn? Ich kann gerade ein Speer entgegengeflogen von der Seite. Da ja, kommt doch immer irgendwann auf uns zugeflogen. Tod und ja. Zerstörung. So.
gehen zum Tal des Übergangs. Will ich mir nur ein oder ist einer meiner, ach, das ist mein Knüppel, ich wollte schon sagen, meine Hüfte, sie sah es irgendwie, als wäre eins meiner Beine irgendwie so am Leuchten gewesen. Das ist nur Frostmur, Daniel. Stimmt, ich habe so eine... Die Augen von Leuchten, die Daniel, die Augen. Die Augen leuchten von Daniel. Ja, damit ich der Daniel LP, wenn er irgendwelche Brezeln mit kann. Damit ich besser im Dunkeln sehen kann, okay. Und jetzt habe ich so viele leuchtende Waffen hier ab, ey. Boah. Alles klar. Oh, und zerfledderter Brief. Meiner. Den Schatz war uns angegriffen. Boah, aufgelevelt. Jetzt ist auch aufgestiegen. Ja, die letzte Tour war eine Falle. Ich tue direkt die nächste öffnen. Leck. So. Oh, ja. Okay, bei mir leckt das. Ja, bei mir auch gerade. Wir sind immer noch am Spawn. Das Tal voll. Sie starben zuerst in Fesseln. Die Ritter kurz darauf. Alter! Ich habe mich versteckt. Erzählt unsere Geschichte. Lass alle wissen, Alter, dass wir das Licht der Opfer hat. Ja. Lockert. Massiver Leck gerade. Wow. Ja, bei mir auch. Vielleicht sollen das gar nicht unendlich Gegner sein hier. Ey. Ja. Wow. Das ist doch mal gut. Da werden noch mehr Spinnen draus, ey. Ja. Oh, ein legendäres Amulett. Ja, bei mir auch. Hey. Ja, wenn sie innerhalb der nächsten Zeit so viel mehr Werte. Weil der Effekt ist voll kacke. Nein. Ja. Oh Gott. Nur normales sein? Legendäres. Das hat nur ein Machtgegenstand. Von... Normale Legendäre, die haben ein Maximum von 100 an Machtgegenstand oder so. Gegenstand macht. Gott, wo will ich denn jetzt hier noch mal hin? Ich glaube hier lang. Ich gehe hier lang. Stärke. Oh ja, ist überall Stärke, sehe ich gerade. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich meine Punkte da reinstecken soll, ganz ehrlich. Ey. Oh, ich gehe jetzt zu einem dieser Eckpunkte, wo ich 5 auf alles bekomme. Ich tue das wahrscheinlich, gehe voll in die falsche Richtung wahrscheinlich, aber naja. Weil der Daniel läuft auf der Stelle und dann teleportiert er sich. Nein. Oh, doch, er läuft bei mir also. Bei mir jetzt gar nicht. Das liegt ja doch bei mir, weil ich nicht. Ey, warte mal, da war irgendwas. Karte. Weit gefangen, ne? Ich habe vorhin einen befreit. Ja? Also, ja, den habe ich übersehen. Der ist, glaube ich, auch tot. Habe ich noch mehr Stärke und noch so ein Ding. Ja, damit. Verdammt. Warum sind hier so viele Fallen? So, gefallen. Ich bin nicht bereit. Meine Welle war voll verzögert, ey. Ja, mein Angriff würden wir auch, ey. Also, der wüsste ich aus. Da ist jetzt irgendwie. Ich komme nicht gerne, nicht, ey. Also. Da ist jetzt irgendwie so ein Riss in der Zeit, irgendwie. So, was sagt. Ich habe meinen Geist rausgeschickt, aber der ist irgendwie in meinem Körper geblieben und auf einmal bei den Gegnern so eine Explosion gewesen. Ich hätte eigentlich die falsche Taste. Fuck. Boah. Jetzt wollen wir den Scheiß auch nicht mehr. Ah, der. Boah. Ich muss warten. Gegner, wo seid ihr? Ich explodiere gerade. Boom. Ah, ja, Teleportation. What?
Nein, ich tue hier ein bisschen laggen. Lauft um meine Explosion, ja Leute. Boom. Ich muss einmal den Fuzzi hier. Ah. Oder besser gesagt, seinen Geist, der ist tot. Okay. 3. 2. Das freut mich, dass du zählen kannst, Daniel. Ich habe keine Wut mehr. Und der letzte. Euch hätte ich das nicht geschafft. Ah, eine Barriere wurde aufgehoben. Alter, hör auf zu lecken. Ich habe alle befreit. Bei dir auch. Nehme ich an. Ja, ja, eine Barriere hat sich aufgehoben. Ja. Oh. Ich brauche noch was Leuchtendes in meiner linken Hand. Irgendwas. Ganz toll, Daniel, ganz toll. Oh, ja. Der ist tot. Und eine leuchtende Axt noch. Dann kommt die leuchtende Rüstung. Was seid ihr denn? Ja, wer war hier? Dieser Geister, versteht ihr? Wer war hier? Ich bin noch nicht bereit. Ich habe irgendwie was über One Piece gelesen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt mit dem Animationsstil oder so. Irgendwie wollen die irgendwie, weiß nicht, das remaken oder irgendwie sowas. Ist der Animationsstil oder so? Ist das der Animationsstil? Ja, glaube ich jedenfalls, dass das ist. Okay, hier ist ein Buffer, der nicht weg. Na, da muss ich da mal machen. Mach ja gar keinen Schaden. Ja. Ich muss machen. Noch mal. Alter, die sind ja einfach vom auf mich drauf geregnet. Oh, voll Kontakt. Oh, ist so schnell, ich konnte ihn nicht treffen. Entweder deswegen oder wegen dem Leck, keine Ahnung. Der hat doch gerade, jemand um Hilfe gerufen. Ich hab nichts gehört, Alter. Was hat der Steinschnitzerei? Ich nehm's mal mit. Ich hab so eine Käserolle jetzt auf dem Rücken. Ah. Ich habe keine Wut. Ah. Alter. Mein Angriff ist so stark, ey. Ich kann die ganze Zeit spammen. Was denn für ein Angriff? Ja, hier so. Ich hab einen so einen starken Angriff hier, warte. Hier. Den ja. Wenn ich damit okay. Wenn ich damit einen Gegner töte, dann wird der ja, dann kannst du den noch mal einsetzen. Ja. Und manchmal gibt es so Momente, da tue ich irgendwie einen Gegner kaputt hauen damit. Dann kommt einfach noch einer und noch einer und noch einer und noch einer. Ja, das hier wieder so ein Leuchtefuzzi. Oh Gott. Was ist denn los hier mit dem Gelege heute? Ich hab keine Ahnung, was da los ist. Oh, er ist ein Football-spielender König in Baltau. Mit einem Schnurrbart. Ich bin
nicht. Irgendwie tut es die ganze Zeit ja so meine. Also, ja. Nimm den Käse. Irgendwie, wenn ich. Wenn ich schreie? Nee, weil nicht. Was passiert denn, wenn du schreist? Bei meinen HP-Balken hier, also dieser Kreis. Hin und wieder tut's irgendwie weit nicht so ein Symbol darum irgendwie bilden. Ich bin noch nicht bereit. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, jetzt zum Beispiel. Das sieht aus wie so ein Amulett oder irgendwie sowas. Ich hab halt, wenn ich irgendwie so unaufhaltsam bin oder irgendwie sowas. Da bildet sich nur immer irgendwie sowas um meinen HP-Kreis so rum. Vielleicht ist das der ist das, wenn du gestählt bist oder so. Ja. Ja, genau. Ja, nehme ich an. Ich muss warten. So. Oh, Beinschuss. Weg bist du. Todessehnsüchtiger Aspekt. Oh. Jetzt habe ich Dawn. Cool. Warum nicht? Anders weiß ich nicht. So, wie sieht es mit dem einen Weltboss aus? In 4 Minuten. Das kann man doch machen. Warum denn nicht, ne? Ja. Also wenn wir sowieso die Klamotten von eben brauchen. Für Sockel und so. Ja, du brauchst das doch nicht. Ich will es trotzdem haben. Was ist das für eine Logik? Naja. Nur weil ich nicht gebrauchen kann, heißt das nicht, dass ich das nicht haben will. Okay. Bevor Clive die Dinger noch auf ist, alles klar. Ja. Was ist das denn hier? Kann man hier rein? Nein. Sagt dieser Stahl euch zu? Es macht nur Sinn, dass ich gleich die Blumen aufpresse. Kann ich sie essen? Ah, der arme Clive, der war mal heroisch und der schlechteste Charakter in Final Fantasy. Ja. Und jetzt ist er nur noch ein Freak. Ein Freak, der Blumen frisst. Er ist nicht der Einzige, der Wetter frisst. Ja, mit ist die Erfindung von den fliegenden Schiffen in Final Fantasy. Oh, ja. Gibt es eigentlich überhaupt fliegende Schiffe in Final Fantasy? In der Regel ja. Gibt immer irgendwie ein Luftschiff, mit dem man durch die Gegend fliegt. Das war jetzt nur so eine Idee von mir, dass irgendwelche zukünftigen Charaktere von Final Fantasy die Scheiße von der finden, Schiffe bauen. In Final Fantasy 15 hat es ein Auto, das sich in ein Luftschiff verwandeln konnte. Ja, das ist ein bisschen zu modern da in Final Fantasy 15. Das war ein bisschen komisch. Oh ne, Luftschiff gibt es eigentlich immer so in Final Fantasy. Der Final 15. Teil, der war irgendwie komisch, ey. Übrigens ist der 16. Teil nicht so geworden. So ein mittelalterliches Setting ist eigentlich auch nicht so das Norm für Final Fantasy. Ja. Das ist immer so, weiß nicht, so pseudo, ein bisschen futuristische Fantasy-Welt. Tritt voll, sehe ich gerade voll in den Arsch. Ja. Irgendwie schon, Daniel. Ja klar, der hat im Weltraum gegen Bahamut gekämpft. Ich weiß nicht, wie man das noch so toppen kann. Ich nehme an, da wird ich habe irgendwie das Gefühl, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum, wenn Clive jemandem die Essbar wegnimmt, warum können die dann immer noch hier? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Warum die immer noch Fähigkeiten von ihnen haben, oder was? Ja, ich meine, wenn die außer Kontrolle geraten, anscheinend können die sich auch verwandeln, was für mich gar keinen Sinn ergibt. Ich meine, irgendwie ein Charakter hat das so in den letzten Parts irgendwie so mal erwähnt. So, oh, ja, der Dion, der hat von seinen Flügeln geredet. Aber wenn er sich verwandelt, wenn er es schafft, sich zu verwandeln, kann er dann den nicht kontrollieren. Ja, genau. Weil für mich einfach keinen Sinn ergibt, ganz ehrlich. Die sollten ihre Kräfte verlieren. Das ist doch mit der einen auch passiert hier. Ja, aber das macht keinen Sinn. Der klaut denen praktisch ihre Essbar. Die sollten nicht mehr in der Lage sein, sich zu verwandeln oder sonst irgendwas zu machen.
Aber tot, alt. Ja, aber what's the fucking point? Der nimmt jetzt die Espa von Jill. Aber die ist, damit die nicht mehr die Bürde von der Espa tragen muss. Aber die ist immer noch die ist immer noch ein Dominus im Prinzip. Ja. Der hat nur ein ganz kleines bisschen genommen. Ich hasse Final Fantasy. Kommst du, das Ding beginnt hier in 1-2 Minuten. Ich war in Gedanken. Grüße. Du bist gemein, du hast mich abgelenkt. Los, mein Pferd bringe ich in Sicherheit. Ich glaube, wir müssen hier wieder. Ich erwarte nochmal mit diesem Abgrund hier. Mit diesem. Oh, der hat den Blizzard. Ich sehe hier gar keine. Ah, da sind die unten. Ich sehe hier gar keine unten. Hallo. Ich sehe. Okay, wo kommt der Blizzard her? Ich sehe keine Skelettmagier. Das weiß auch, wie ich mich fühle. Ah. Oh, der ist ist das chinesisch oder japanisch, Daniel? Sie sehen aus wie Kanjis. Ja, das ist so eine schwere Sache. Die Chinesen, die müssen sehr ähnliche Schriftzeichen. Ja. So, Hiragana und Katakana erkenne ich. So, was die bedeuten, muss ich noch ein bisschen immer nachdenken. Ja, das musst du mir jetzt nicht sagen. Das ist bestimmt wahrscheinlich ein Namen. Ja. Sieht aus wie Kanji, aber eher diese Symbole, die so ein ganzes Wort immer irgendwie bedeuten. Da ist ja noch einer. Mein Gott, das sind ja mehrere Japaner. Ja, wir zeigen uns jetzt, wie das Spiel geht. Oh, yeah. Hey, du. Mein Gott, ich sehe überall nur so Augen. Ich bin noch nicht bereit. Leute, geht mal weg, wir wollen den mal solo und. Ach, gucken, ob das funktioniert. Das ist ja weniger die Schwierigkeit, sondern ich muss mal sagen. Ja, die Dauer, ne? Zeit. Ah! Autsch! Ich hab den ganzen. Komm hier in der Mitte, da bist du in Sicherheit. Aua. Ja, ich bin jetzt genau in der Mitte, das trifft mich nicht. Haha. Hab ich doch gesagt. Aua. Schade, ich verseuchte. Ich sehe, rastet hier jemand auch aus. Ich sehe so riesige Schreie die ganze Zeit. Ah. Ich sehe interessant, dass meine Soldaten hier überhaupt nicht sterben, weil der die gar nicht anhält. Ja, ich kriege die wahrscheinlich gar nicht. Ja. Aua. Wenn die alle mittendrin in dem stehen, werden die wahrscheinlich nicht getroffen. Ja, das ist es. Chilligen Kampf. Aua. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe irgendwie gehört, Lilith auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad soll es in sich haben. Aber wer weiß es nicht. Der Lies, also den wir versucht haben, der soll auch ganz schön heftig für einige Leute gewesen sein. Ja, der haben wir ja mitgekriegt, hier, ganz ehrlich. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Aber voll chillig. Okay, kurz, ganz ehrlich. So. Was hat der alles wieder fallen gelassen, ey? Ein heiliges Schwert, ein legendärer Hammer. Oh, wieder Punkte für den Baum. Ich muss warten. Was ist das hier? Schwärzer Femur, was ist das denn?
Oder hab ich da gerade eingesammelt? Wohl. Ist wieder so ein Kopf, den man einsammeln kann. Unter dem flüsternden Baum im boshaften Bau zusammengefügt, um einen mächtigen Gegner zu beschwören, aus Flüstertron gesammelt. Ich habe bessere Stiefel gekriegt. So, ich habe jetzt Knochen, einen Kopf und eine Hand. Was kann man mit den Dingern machen? Hm, was hast du? Ich habe jetzt einen Knochen, eine Hand und einen Kopf. Ja, davon habe ich mehrere. Ja, damit kannst du so einen Gegner beschwören. Ja, boah, plus 168 Schaden. Stimmt, ich vergaß, die Dinger hier sind ganz schön stark. Oh, jetzt muss ich aber wieder Angriffsgeschwindigkeit da reinpacken. Oh, das ist aber eingeprägt. Ah, nee, dafür gibt es einen Aspekt. Was ist das hier für ein Geräusch? Liebe, Daniel, Liebe. So, das Schwert muss ich definitiv da reinpacken. Flammenschwert des Ahnensturms. Bitte sag mir, das Schwert leuchtet. Nein, obwohl so ein bisschen, weiß nicht. Aber wir essen ja warum machen. Ne? Was hast du denn schon wieder für Sachen? Ja, das ist halt nicht so. Toll, hier ist ein Streitkolben, ein Heiliger, der 200 Punkte stärker ist, aber das ist nur Gold. Die Abzocke. Boah, ich muss ja weg. Ich höre die ganze Zeit nur so.